Dass wir uns quasi immer möglichst kleine Bäume züchten. Dann passiert sowas nicht. Und da vibriert mein Handy. Okay, also diese Burg ist definitiv groß. Warte mal, ich könnte da mit dieser Hacke vielleicht irgendwo Felder anlegen. Die Frage ist nur, ob man die überhaupt bepflanzen kann und wenn ja, womit? Die andere Frage ist, kann man sich einmal craften? Ja, das geht. Kann sie nur nicht stacken. Gut, das war aber eh klar, dass das nicht geht. Schön, dass das zumindest funktioniert hat. Was mache ich die Wege? Also in der Burg selber, darauf, dass sie da keine Rampen haben, sondern alles über Türme regeln, könnte man es eigentlich mit den Kieswegen machen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, denke ich. Als nächstes würde wahrscheinlich anstehen, erstmal einen Brunnen zu machen, aber. Ah, nee. Wasser ist mir jetzt erstmal zu weit weg am Anfang. Ein Schaf. Wolle, 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 Wolle. So. So, aber das Wichtigste ist, denke ich, nachdem ich eh 4 Stacks Wolle verloren habe, einfach so viel Wolle wie möglich jetzt noch. Okay, nachzufahren. Nein, 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 runter damit. Scheiße. Fuck. Nein! Wie? Ich muss dringend diese Mauern erweitern. Ich auch in die andere Richtung. Sie wären da nicht wahrscheinlich nicht mal wirklich hochgekommen. Problem ist, wenn sie dann tatsächlich oben sind, habe ich ein Problem. Alter. Wie weit sind denn bitte die Sachen hier verstreut? Pfeile, Kies. Ja, ist. Ja, nee, super, ey. Hammer. Haben wir wenigstens noch alles dabei? Zwei Eimer. Hier oben ist noch einiges an Zeug, hier ist noch Kohle. Da unten ist eine Hacke noch. Gut, ich glaube, wir haben alles. Boah. Hier liegt ein Ei. Okay. Kann man damit irgendwas machen? Kann man das essen? Nein, geht nicht. Okay. Da haben wir ein Ei gefunden. Ich mache mir jetzt einfach mal ein bisschen was kaputt. Ach, wie schön, dass man Leben regeneriert, wenn man auf Peaceful stellt.
Das ist schon mal so, Alter, die Wolke. Gott, diese Bäume, Alter, die Wolken nerven ja zum Glück auch mal wieder gar nicht. So. Dann bauen wir halt jetzt einfach mal nur und schalten einfach wirklich die Monster aus, weil das hat ja sonst keinen Sinn. Ich kann doch so nie kein Haus bauen, wenn ich dann die ganze Zeit runtergeschossen werde. Vor allem wenn die, also vor allem am Anfang war das hier oben jetzt sehr sicher. Da kam es ja zu solchen Zwischenfällen irgendwie gar nicht. Und jetzt seit dem neuen Update, beziehungsweise ja. Seit der Version 1.0.11 oder so, irgendwie um den Dreh rum, geht das gerade hier so richtig ab mit den Monstern immer. Man kann gar nichts machen. Ich glaube, dann ein guter Platz wäre ein fettes, fettes Tor. Glaube ich mal. Also wer fände ich zumindest. So, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haben wir hier schon einen Turm oder erst ein zweiter? Ich glaube, wir machen ihn hier schon. Wir haben kein Holz mehr. Wir brauchen mehr Holz. Warum? Warte, kann man hier schon Feuerzeug machen, weil dann fackel ich das einfach ab. Ach bestimmt, Feuerzeug ist doch bestimmt eines der ersten Sachen, die im Spiel drin waren. Nice. Super. Okay. Na bitte. Das funktioniert ja immerhin mal. Im Zweifelsfalle Baumkronen einfach anzünden. So kann man hier wenigstens das Zeug hier schön machen.
das verschwindet immerhin wieder. Alter. Jetzt haben wir wieder Tonnen an Wolken. Ich glaube, der Klimawandel kommt. Und beschert mir jetzt jede Menge Wolken, weil ich durch das Feuer so viel Kohlenstoffdioxid ausgepustet habe. Ich brauchte noch Erde, deswegen bin ich jetzt wieder hier oben. Tatsächlich. Hier war Erde. Ich stehe vor einer Kiste voller Erde und finde die Erde nicht. Ich bin Profi. Das passt irgendwie gerade gar nicht zum Lied. Zum. Was rede ich hier gerade? Das passt nicht zum Spiel. So, wieso habe ich meine Eisenspitzhacke noch im Inventar dabei? So. So, lala. Okay. Ist jetzt irgendwie so in der Form nicht so ganz extrem cool. Vor allem, weil ich auch keine Schaufel mehr habe für die Erde, die hier rumfliegt. Jetzt geht es auch erstmal noch um den Turm. Den Boden rein zu verlängern. Von der Statik her. Jetzt der Holzkranz. So. Super. So. Ich denke, das kann man dann als Turmverankerung durchaus
anbieten. Na gut, rennen wir es mit Hasso lang. Alter, es ruckelt. Na gut, nachdem halt die Türme alle noch kein Dach haben, sieht das jetzt noch nicht so, so Bombe aus. Irgendwie. Ja, die Türme, die brauchen noch ein Dach dafür, das ist schon klar. Aber sonst geht's eigentlich. Oh Gott, es wird dunkel. Ach Gott, da drüben steht auch noch ein Turm dann rum, ne? Und die hohe Mauer von hier oben hier hinter zurückgeht. Die Mauer hat dann noch hier auch noch eine Grenze. Ist die Flajom ist eine, die nach allen Seiten begrenzt ist durch Mauern. Na gut, eigentlich ist jede Fläche nach allen Seiten von der Mauer begrenzt. Na gut, aber ich würde mal sagen, das war es erstmal. Ich hab nicht gesagt, das hat mir, ich habe auch Termine. Von daher bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.